Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Zwei-Flüsse-Map, auch bekannt als Tourbus-Map, zusammen mit dem Markus, der auch bekannt als Dennis ist. Okay. Mensch, wir haben hier aber Leute dabei. So Unglaublich. wahnsinnig, die Abkürzungen. AK sowieso und so. Ich bringe dir den Hänger. Den welchen Anhänger? Den großen. Ach so, ja, stimmt, den brauchen wir. Und den Unimog, da fahren wir gleich noch das andere Schneidewerk mit rüber. Vor allen Dingen, ich musste jetzt hier für 100 Meter nochmal das andere Schneidewerk ankuppeln. Ja. Ja. Wieso? Damit ich hier von der BGA runterkomme. Achso. Ah, du hast es nicht zum Feld gestellt, du hast es nur zur BGA gestellt. Genau. Muss ja erstmal den Unterstand, es hat hier geregnet. So, stimmt. Ja, man muss ja auch ein bisschen gleich kaputt. Materialschonend arbeiten. Ach geh. Ich finde es ja genial, dass da auf der Tourbus Map die Vorfahrtstraße in Richtung BGA ist und nicht in Richtung Landhandel und Hafen, Güterbahnhof. Ja. Ist mir jetzt gerade aufgefallen beim Fahren. Oh, jetzt wird das hier auch noch knapp. Ma, der lässt sich voll schlecht zurückschieben, der Scheinwerferwagen. Wieso? So ungefähr gar nicht. Ja, der lässt sich echt nicht schieben, weil die Räder irgendwie mitlenken. Und dann macht der quasi komplett zu. Welche Räder lenken mit? Die vom Schneidewerk zu hacken. Hä? Warte, das muss ich kurz. Die hinteren lenken etwas mit. Mann. Doch. Achso, ja, und? Ja, guck mal, ich fahr hier. Ja, ist ganz klar. Schau mal, wie viel, was du für einen Winkel da hast. Psst. Ich will da trotzdem rum. Das hat aber nichts mit Schneidwerkswagen zu tun, das hat mit der Anhängerkupplung hinten schon zu tun. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin ja eh der Boss, mir gehört eh die BGA. Ich fahr hier raus. Also du wolltest beim anderen aus. Ja, nicht genau. Zu schnell um die Kurve. Langsam. Ja, komm. Fahranfänger, der kann das noch nicht so. Ja, das Problem ist, dass der Drescher ein ziemlich schlechtes Zugmal hinten hat, das eine Kollision hat. Dadurch. Ja, deshalb schiebt er. Ich merke schon. Ah, da kann im Endeffekt der Schneidwerkswagen nichts dafür. Jo. Jo. Tja, das war's. Weil ich hab's jetzt gerade gesehen, man hat da halt das Runde da vom Schneidwerkswagen, wo das Loch hier drinnen ist, ist immer links und rechts vom Drescher schon da so sozusagen angedockt. Boah, ich bin hier so im Kurbel, ne? Da freue ich mich ja auch schon, da muss ich ja nochmal gucken. G27 wollte ich mir ja noch bestellen. Das habe ich ja nachher auf in dem Abend noch gar nicht geschafft. Aber jetzt habe ich ja jetzt in 2 Tagen Ferien. Das wäre schön, wenn ich das dann am ersten Ferientag am besten schon hätte. Man kann da also jedes Ding kaufen bei Logodech, oder? Mit dem Code. Ja, kann man. Und 30% günstiger. Ja, das ist doch nice. Obwohl meistens der Preis auf der Logodech-Seite teurer ist, als wenn du sie irgendwo im Handel kaufst. Ja, aber trotzdem, wenn du dann 30% runterrechnest, dann ist das aber schon ordentlich. Aber ich habe mir das angeschaut mit einer Maus oder so weiter, da bist du bei Internet um einiges günstiger. Okay. Ja, es kommt halt drauf an, was. Weil ich eigentlich eine Maus wollte, halt eher auch wieder gegen wahrscheinlich Maus. Pro 100 Euro irgendwie 10% oder sowas, vermute ich mal. Was? Dass sie das so irgendwie staffeln und G27 kostet 334%. Das habe ich keine Ahnung, ob sie staffeln, das habe ich auch nicht geschaut. Aber nur das Problem war einfach, dass du bei 100 Euro, auch wenn das 30% günstiger ist, sind das 70, halt kriegst du 30 Euro günstiger, halt 70 Euro. Und wenn die Maus kostet aber im Handel, zwar machen sie Preisempfehlung 100 Euro, was auf der Logitech-Seite kostet, aber im Endeffekt verkauft es der Handel um 79 Euro, halt um 10 Euro teurer und dann zahlt sie sich nicht aus. Ja. Ja, dann klar, aber beim G27 lohnt sich echt. Da zahlt sie sich aus, ja. Ja. Weil das kostet sonst, das günstigste, was ich jetzt gesehen habe, waren 270. Ja, 250 habe ich sogar einmal gesehen, aber das war dann auch schon direkt wieder irgendwie bei Amazon, entweder 249 oder 279. Ja, wichtig ist aber auch, was für eine Version. Angeblich ist die neue egal. viel besser. Ich habe mir den letzten durchgelesen. Ich habe nämlich einen anderen Motor reinbekommen. Und der ist besser. Laut.
das berichten. Okay. Naja. Hauptsache G27. Ja. Ja, auch mal überlegen, aber ich weiß nicht. Benutze ja wieder nicht. Ja, du musst vielleicht erstmal ein bisschen dein anderes da benutzen. Ja, damit das Problem erstmal ist, ein bisschen warm werden. Das Problem ist, dass ich das andere auch nicht sozusagen, weil es mir einfach im Arsch geht, das am Tisch stehen zu lassen, beziehungsweise immer her und wegzuräumen. Ja. Kann ich auch verstehen. Deshalb werde ich meins wahrscheinlich auch nicht so oft benutzen, aber. Es ist einfach und cool. Ja, es wäre halt cool, wenn du irgendwo, was weiß nicht, noch einen Tisch stellen könntest, der da wo du nachher nur, wo das drauf montiert ist, du nimmst den Tisch, stellst ihn zum PC hin. Ja. Und schließt das eine Kabel an, fertig. Damit ist das auch schön gegessen. Dann geht's. Aber sobald du irgendwie das, ja, dann die ganzen Kabel verlegen, dann musst du die Tastatur irgendwie noch hinlegen, weil du brauchst die Tastatur meistens auch noch. Ja. Dann brauchst du die Maus noch. Und dann ist irgendwann der Tisch. Nervig war das bei mir dann immer noch, ein Mikrofonständer und Interface dazwischen. Dann hattest du wirklich einen Knoten hinten. Das ist das Nervige leider beim PC, halt am PC, wenn ich so halt mit dem Lenkrad. Ja, aber ganz ehrlich, nutzt du eine Konsole so, wie ich meinen PC nutze, dass du dann auch da irgendwie Headset, irgendwie Mikrofon, sowas, Lautsprechersystem eventuell und dann Kabel zum Fernseher, dann halt eventuell so eine Dockingstation für Controller oder sowas hast und dann noch... Ja, aber Lenkrad dann ein bisschen genauso in so einem ähnlichen Kabel. Wenn ich jetzt sage, meine Konsole, die steht im Kastel drinnen. Drinnen liegt der Controller. Ich habe noch eine PS2. Und ja, da drinnen liegen die zwei Controller, liegen die Spiele drinnen. Und ja, wenn ich spielen will, sozusagen mache ich das Dual auf, nehme den Controller raus und leg los. Ja. Weil das Kabel ist eben im Hintergrund im Kastel verbaut. Aber wenn ich da. Und das könnte das quer mit dem Lenkrad auch möglich, weil dann. Nimm ich's raus, stell's mal am Tisch fertig. Aber beim PC hast du ja immer, dann schaltest du, machst du wieder Alt-Tabulator, spielst wieder in Windows, dann brauchst du wieder die Maus, dann brauchst du wieder das, dann brauchst du wieder das. Und du tust ja nicht den ganzen Tag. Und bei der Konsole ist so, was machst du mit deiner Konsole außer? Außer spielen. Außer das Spielen, ja, genau. Ja, nichts. Und das ist halt das Beste. Obwohl mittlerweile gucken 2% meiner Zuschauer über Konsole. Wieso? Konsole, hä? Ja, steht in meiner Analytics, das ja, Zuschauer bei mir. Was, über was für eine Konsole? Ja, Spielekonsole. Okay. Ja, kannst ja bei PS3, Xbox 360 und halt One und PS4. Das ist ja kein Problem. Aber trotzdem, Ich finde das so umständlich. Ja, wenn du nur die Konsole hast. Ja, wenn du nur die Konsole hast. Aber die meisten gucken, also bei mir ist das echt so, dass ganz klar, Desktop-PC ist immer noch ziemlich groß, aber mit auch ein riesen Markt ist auf jeden Fall Smartphones. Und dann kommt Tablet, Spiele, Konsolen und dann irgendwo ganz hinten Fernseher. Ja, das mit Fernseher denke ich immer, wenn mein Fernseher einen WLAN-Anschluss hätte, die haben wir da den Stick zweimal gekauft, dann ist aber der USB-Slot vom Fernseher irgendwie mehr gegangen. Weil der ist wirklich schlechte Ausführung gewesen, keine Ahnung. Halt der Slot. Das irgendwie bin ich einmal kurz beim Fernseher drehen, weil ich ihm hinten sozusagen putzen wollte. Ja. Mit dem Stick auf das Kastel angestoßen und dann ist er halt locker gewesen. Und da dürfte ich den Port locker geschlagen haben, sozusagen. Okay. Und ja, wenn der ein WLAN hätte, hätte ich auch vieles mit dem Fernseher machen. Also gerade wenn ich am Abend so noch Videos schauen will oder was, YouTube. Ich weiß nicht, ich finde das alles immer, die Bedienung davon finde ich mal ein bisschen blöd. Von diesen YouTube-Apps dann auf dem Fernseher. Wieso? Ich finde, ja, dann hast du da irgendwie deine Tastatur, wo du die Buchstaben mal so einzeln aussuchen willst. Ja, aber wenn ich meine Abonnenten, halt wenn ich eh nur bei meinen Abos schaue. Ja, wenn du bei deinen Abos schaust, ist das was anderes. Aber wenn du irgendwie so nach Wörtern suchst und so. Dann, okay, das ist mühsam. Das ist einfach nur so mühsam. Weiß nicht, das ist nicht so. Das ist bei meinem Fernseher ein bisschen leichter, weil da habe ich auf der sozusagen auf der Fernbedienung auf der Fernbedienung sozusagen wie die alten Handy-Tastaturen. Ja, dieses ABC und dann genau. DEF und so weiter. Ja. Das kenne ich auch noch, das ist auch noch aus meiner Jugend.
aus deiner Jugend, das hört sich so extrem an. ja, und mit dem kannst du eigentlich relativ schnell auch eingeben. Ja. Also, wenn du so die Tastatur auf dem Fernseher, dann tun sie es manchmal noch so, die einen tun es nach ABC ordnen, die anderen tun es wieder die Quertastatur machen. Ja. Das ist so mühsam teilweise, das so einzuklicken. Das ist auch bei den Spielekonsolen immer so mühsam gewesen, wenn du da einen Namen für deinen Charakter oder sowas erstellen hast, ja, müssen. Und darüber schreibst du ja bei PS3 Nachrichten, wenn du keine Tastatur hast, über dasselbe Eingabefenster. Ach, boah, mühsam. Ich schreibe maximal Nachrichten von 3 Wörtern. Das ist immer dann nur komm, Lobby. Oder sowas. Nicht komm irgendwie. TS. Ja, genau so. Komm TS. Obwohl auf hier bei Skype gebe ich mir meistens. Einfach nur TS, ja. Oder einfach nur Fragezeichen. Reicht manchmal schon. Das ist einfach so. Einfach umständlich zu schreiben und dann, das siehst du auch, die benutzen alle nur Abkürzungen. Kann man eine Tastatur anhängen? Ja, kann man, aber das machen nicht so viele. Was ich so. Funktioniert jede? Also ich glaube Bluetooth-Tastaturen können. Gehen, aber ich glaube nicht jede, aber ziemlich viele, denke ich mal. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich denke mal, dass die relativ kompatibel sind. Naja, heute haben sie den USB-Standard 3.1, wir haben heute den 18. Dezember, haben sie den USB-Standard 3.1 definiert, fertig. Der wird lustig. Was denn lustig? Doppelte Übertragungsrate zu USB 3.0. Ja, wenn das die Festplatten nicht können, hast du davon 4. Nein, da geht es nicht um Festplatten hauptsächlich, weil sie planen den Standard USB 3.0 auf Videoübertragung auszulegen. Das bedeutet Alternative zu HDMI. Ja. Und das wäre nachher die Geschwindigkeit, was man brauchen würde. Und das mit der gleichen sozusagen Anschlussdose wie die USB. Normalen USB. Ja. Und du halt doppelte Ladegeschwindigkeit von Akkus, weil der macht, sie fahren mit mehr Spannung. Ja, das machen ja einige, das sieht man ja, die meisten Handys werden ja eigentlich über Micro USB geladen, aber einige Hersteller sondern sich da ja mal so ein bisschen ab und machen dann was anderes und haben dann teilweise schnellere Möglichkeiten, Akku zu laden. Mhm. Aber dafür, ich merke das bei meinem Tablet immer, dafür heizt der dann ordentlich durch. Was, das wird, wenn er schneller lädt? Der hat ja diesen 40-Pin-Connector heißt der, glaube ich, von Asus. Okay. Und der lädt zwar eigentlich richtig zügig, aber der läuft auch nicht, ich glaube normalerweise 5 Volt oder sowas sind, glaube ich, die meisten Smartphones. Und der läuft, glaube ich, auf 12. Okay. Ja, das ist... Und halt, das erreichen sie, die Geschwindigkeit erreichen sie dadurch, weil sie von 5 GHz auf 10 GHz auf halt... aufgehen, ja. Und zusätzlich noch die Codierung ändern. Das habe ich gar nicht gewusst. USB läuft seit USB 1.0 noch immer auf dem gleichen Codierungsverfahren, halt auf 8. Auf 810. Das bedeutet halt 2 Bits pro 10 Bits sind Fehler Bits, halt mit denen du Fehlerkorrektur machen kannst. Okay. Und wie viel ist es jetzt? Weißt du das? Das geht jetzt, machen sie jetzt, erhöhen sie jetzt auf 124, 132. Das bedeutet, dann hast du 8 Bits Fehlerkorrektur, aber bei 124 Nutzbits. Das halt jetzt haben wir, das sind 20% jetzt, was wir Fehlerbits haben, was mehr übertragen werden, und dann sind es 3% nur mehr. Ja, das reicht aber, denke ich, auch. Ja, nein, halt oder? So einfach ist es nicht. Ich halt bei Ethernet benutzt du auch 10.8. Weil du einfach die Fehlerkorrektur brauchst, weil das halt teilweise die Kabel schlecht sind und so weiter. Deswegen magst du nachher so eine Codierung. Weil mit der Codierung kannst du nachher sozusagen die Fehler erkennen. Und wenn du Fehler erkennst, dann kannst du das wieder ausbügeln irgendwie. Ja. Und wenn du nur mehr eine sozusagen so eine geringe Codierung hast, müssen die Kabel um einiges besser sein. Und das wird jetzt dadurch erreicht, dass bei USB 3.0, da machen es nämlich, wollen sie die billig Produzenten von China und so weiter oder sozusagen wieder runterbringen, weil zurzeit, wenn du ein Kabel kaufst, sind das meistens von irgendwelchen chinesischen oder sonst was Herstellern. Ja. Und die großen Firmen, was halt die früher gemacht haben oder die High Quality machen, die sind ja immer schlecht dran gewesen.
Weil die einfach das nicht um den Preis machen können. Und jetzt machen sie Da es sieht man so, auch dass oft bei die. HDMI-Kabel, dass zum Beispiel die Preisspanne auch gigantisch. Da Genau. kriegst du ja Kabel für 5 Euro und für 150. Und bei USB 3.1 wird es jetzt so sein, dass sie verlangen, dass jede Datenlitze von den zwei, es gibt ja zwei Datenlitzen und zwei Voltage-Litzen, halt zwei Spannungsversorgungen, dass jede Datenlitze eine eigene Ummantelung und die zwei Datenlitzen zusammen verdrillt werden und die nochmal übermantelt werden. Bringt dadurch weniger Fehler. Ja, besser abgeschirmt. Ich gucke nur gerade auf die Uhr und denke mir, dass mir auch gerade eine Drahtlitze durchbrennt. So. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei der fröhlichen Maisernte hier. Und ja, ciao. Ciao, Leute.